Mitten in der Landeshauptstadt Klagenfurt liegt Robert Musils Geburtshaus und hier im ersten Stock das Musil-Institut Kärntner Literaturarchiv, eine Einrichtung der Universität Klagenfurt. Die Literaturforschung des Instituts wird von einzelnen ForscherInnen und vom Team getragen. Sie ist eng verbunden mit den Beständen des Kärntner Literaturarchivs. Gesammelt werden Bestände von Autoren und Autorinnen mit Kärntenbezug und Bezug zum Alpen-Adria-Raum, also neben deutschsprachiger auch slowenischsprachige Literatur. Gestartet wurde in den 1990er Jahren mit dem umfänglichen Nachlass Christine Lawands. Bis heute sind über 170 Bestände hinzugekommen, darunter auch der Nachlass des wortgewaltigen Werner Kofler. Am Institut entsteht eine Kofler-Hybrid-Edition, eine Kombination aus Buchausgabe und Webseite. Das Kärntner Literaturarchiv ist wie alle Archive Teil des kulturellen Erbes. Damit es aber in das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft eingeht und in diese hineinwirkt, muss es seine Schätze heben und dem Publikum vermitteln. Dies ist eine der Kernaufgaben des Musil-Instituts, sei es durch Editionen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lehre. Und dies auch in Verbindung mit so berühmten Formaten wie dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Die Schwerpunkte des Instituts sind Edition, Schreibprozessforschung, literarische Mehrsprachigkeit und Digital Humanities. Und natürlich sein Namensgeber Robert Musil. Die Musil-Hybridausgabe des Instituts besteht aus 12 Bänden und der Webseite Musil Online, die in Kooperation mit der Österreichischen Nationalbibliothek entsteht. Denn dort liegt Musils äußerst umfänglicher Nachlass. Um Literatur zu vermitteln, betreibt das Musil-Institut, Kärntner Literaturarchiv, nicht nur das Archiv und Literaturforschung, sondern organisiert auch Literaturveranstaltungen, etwa das Sound- und Poetry-Festival Litonale. So wird Literatur lebendig, im Hier und Jetzt.